bist pünktlich, Michael. Bist also entkommen. Es war nicht sehr schwer für mich, wie du siehst. Spoje. Ohren Streuter. Freunde. Lasst sie unterhellig los. Die Soldaten ja. Aber ohne die Kinder. Nicht angreifen! Von der Freundschaft, die uns seit Jahren verbindet, lasst sie ungehindert durchziehen. Aber sie verschleppen unsere Kinder und wir sollen zusehen? Warum, Michael? Ohne Selim Paschas Hilfe gelange ich nicht nach Istanbul. Und das eine, was ich hier ist, er hat noch nie eine Brücke freiwillig hergegeben. Glaubt mir, ich kannte ihn schon als Kind. Ich bitte euch, lasst sie durch. Geht beiseite. Gebt ihnen den Weg frei. Du hast dich ihnen verkauft. Selbst du, der Sohn des Fürsten Petraschku, verbündest dich jetzt mit unseren Blutsaugern, nur weil du Herrscher werden willst um jeden Preis, um den Preis der Schande. Verflucht seist du in alle Ewigkeit, weil du wie ein Schwächling duldest, was der Feind dein Volk verhüllt. Ich bin kein Schwächling. Verfluche mich nicht, Mutter. Der Erste in diesem Land zu sein. Mach dir nichts vor, Michael. Hier sind wir nun einmal die Mächtigsten. Rühre dich nicht vom Fleck. Nun, wer ist der Stärkste von euch? Wer von euch wagt einen Ringkampf mit ihm? Du? Her zu mir. Möchtest du dieses Messer? Ich möchte es, Herr. Du musst es dir aber erwerben. Was soll ich denn tun, Herr? Du wirst mit dem da kämpfen. Verprügel ihn. Los, fange. Thank you.
Die Knaben gehören mir, Michael. Wie heißt du, Bursche? Ich heiße Hassan. Sag die Wahrheit. Als ich nach Arm und Zerlump war, rief man mich Ionika auf. Aber jetzt heiße ich Hassan. Und wenn du mich umbringst, Ungläubiger, es ist die Wahrheit. Gelernt, dich zu beherrschen. Aber noch nicht genug. Wärst du nicht mein Freund, du hättest dein Leben verwirrt. Erwartest du Dank von mir? Du bist immer noch der Alte, Michael. Selim, ich möchte dich etwas fragen. Frage? Warum bist du eigentlich im Heere Sinan Paschas? Allah flüsterte mir zu, ich würde eines Tages Großvezier werden. Das sind Träume, Selim. Nicht als Träume. Glaubst du, dass dein Onkel dir das Geld geben wird? Ich hoffe es. Vor ein paar Tagen hat mir Alexandro 2 Fuhren Gold für deinen Kopf geboren. Und jetzt muss ich meinen für dich riskieren. Demnach hat mir Allah nicht den Verstand gegeben, den meine Mutter sich gewünscht hat. Wir werden uns schon einigen. Alexandro ist getroffen. Michael, dein Rivale ist da. Hier, Jari. Hier ist das Papier. Überleg es dir gut, Michael, das ist viel Geld. Ah, gib ihm, was er braucht. Und gib her. Hinaus, hinaus. Ihr habt jetzt, was ihr wollt. Gebt mir uns den Augen. Wir benötigen noch 300.000. Ich habe mein ganzes Vermögen aufs Spiel gesetzt. Bei meiner Macht, das ist alles. Ich gebe es dir zurück. Ja, ja, aber du kennst doch das weise Wort in Geldsachen. Da hört die Freundschaft auf. Ich bekomme 543.000 insgesamt. Mit meinen Zinsen. Ich weiß, Onkel, aber ich brauche noch mehr. Dann unterschreib. Ich war bei Signor Di Bantini. Er ist der wohlhabendste Bankier im chinesischen Viertel. Er erwartet dich. Di Bantini? Den wirst du nicht ein Goldstück. Was redest du, Dazzini, Pascha? Du meintest das. Nicht mal einen Seufzer. Leider, Fürst Petraschko, muss ich auf eure Frage erwidern. Nein. Ah, Rosanna. Il Principe Michele. In allen anderen Dingen bin ich mit dem größten Vergnügen eurer Erlebnisse. Rosanna, unterhalte den Fürsten. Mein Bruder Carlo verkörpert das vielgerühmte italienische Temperament. Ich heiße Rosanna. Möchtet ihr nicht vielleicht auch mir, um die weibliche Neugier zu befriedigen, von eurem Gespräch erzählen? Ich bin sicher, dass ihr alles gehört habt, Prinzessin. Es ist fesselnd zu sehen, wie ungeschickt Männer sind, wenn sie etwas erhalten wollen.